Hallihallo und willkommen zur Mittwochsfolge Bergischland hier auf dem Kanal Lucky Lucker Zockt mit jetzt voller Besatzung Krieger, Max und dem Paul. Moin. Ja. Ich bin unterwegs zum Paul und zwar habe ich ja vorgestern in der Folge angekündigt, dass jede Woche Mittwoch jetzt die vier Höfe gezeigt werden. Und Paul ist heute der Erste, der dran ist. Ich fahre da mal kurz hin. Und dann erklärt er mir mal und zeigt mal seinen Hof, damit ihr auch einmal seht, wo der gute Kollege wohnt, arbeitet und lebt. Naja, andere Sachen macht. Ja. So, wir fahren hier mal rein. Genau ins Detail gehen. Weiß irgendwer, wo meine Einfahrt hier vorne steht? Da ist er schon. Da oben. So, hier, BGA Bauer Klein. Ich park einfach mal hier vorne auf dem Gelände hier, ja? Ich park noch hin. Das so. Gebäude kennst du? Guten Tag, das kenne ich, das habe ich auch, ja. Die Anhänger kenne ich auch. Die kennst du auch? Ja, das wusste ich nicht. Aber die habe ich nicht. Achso. So. Meine Zuckerfabrik habe ich hier auf die Grünfläche gebaut. Ja. Am Hof. Ja. Dann habe ich hier Schweinestall. Der ist bisher noch unbenutzt. Mit Auslauf natürlich. Aber da läuft doch eins. Ja, eins habe ich. Also eins hast du. Ein Glücksschwein. Ja, ein Glücksschwein. Dahinter ist der Hühnerstall. Da ist auch noch ein Hund drin. Okay. Einfach, dass man sieht, was die wollen zu essen und so. Mein Kuhstall ist dann auf der anderen Seite hier. Da habe ich aktuell 10 Kühe. Da will ich noch mehr kaufen, aber ja, alles zu gegebenen Zeit. Du weißt ja, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe, ne? Ja, richtig. Ja. Muss man auch im Kuhstall hier ausmisten? Ja, ne? Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Weil da liegt ja Mist im Kuhstall. Aber hier das auch. Es ist halt der Kuhstall von der Oberbayern, theoretisch. Glaub schon. Ja, eigentlich schon. Naja, gut. Finde ich nicht schlimm. Zwei Fahrsilos. Hier ist der gute Silo-Clay von Lucky drin. Der abgekaufte, ja. Das zweite ist leer, da wird vielleicht mal wieder Graslage drin sein. So. Ein 800er Fendt hängt. Ich sehe es. Das ist nicht so gut. Wird blockiert, steht da. Ich springe da mal kurz hin, was er denn hat, der Kleine. Er hat einen Zaun gefunden, glaube ich. Oder einen Baum. Naja, Zaun. Aber warum? Will er den hin? Das weiß ich nicht. Will er denn da hin? War doch schon. Ah. Okay. Oh, jetzt hätte ich fast verkauft, den Hafer. Bring doch gutes Geld. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, lohnt sich das überhaupt in die Getreideschrottproduktion zu klopfen. Hafer. So, ich bin wieder da. Na komm. Bist du wieder da? Ja. Ah. Hier oben habe ich meine Mail-Kombination. Für Dinger. Strohballen, das sind glaube ich die Frischballen von dir, ja. Hatte ich mal verkauft, stimmt, ja. Habe ich noch gelagert. V-Gap für einen Radlader, steht hier auch bei den Ballen. Brauche ich ja nur hierfür. Hast du auch viel Platz hier, ne? Ja, ich denke, dass hier noch so eine Reihe mit Heu gefüllt wird. Dann ist ja schon wieder nicht mehr so viel Platz. Ja gut, das schon nicht mehr, hast noch ein Feld. Ja. Dann habe ich hier vorne meine drei Hochregallager, oder wie man sie nennen will. Ja. Palettenlager. Sieht toll aus, da muss ich mal ein Foto von machen. Als Mais-Saatgut und Zuckerrüben-Saatgut. Also wenn ich Zuckerrüben-Saatgut brauche, weiß ich, wo ich hinfahren muss. So ungefähr. Ja. Ja, die zwei Sachen, das sind die, wo ich vermutlich ansehen werde. Zumindest von Anfang. Meine zwei Fendt, die ich besitze. Die meine Fendt. Einzigen Traktoren. Ja, und ein Radlader hast du, ne? Und ein Radlader, ja. Maschinenhalle hier habe ich auch, schön groß. Da hat sich was verbuggt. Ich wollte gerade sagen. Was ist denn da los?
Spade und Wender stehen auch noch drin. Weiß nicht, warum ich die so platzsparend hingestellt habe. Riesenhalle, total frei und die bangen aufeinander hier. Ja. Oder was soll da mal rauskommen, wenn die beiden fertig sind? Man weiß es Weiß nicht. nicht. Porsche und Weiß nicht. Anderson, Kombination. Ja, das kommt wohl im LS mal vor, dass Maschinen sich durch die Gegend buggen. Leider ja, Wenn es leider nichts ja. noch. Hier mein Krone-Ladewagen. Steht Der hier. kleine Ladewagen Der hier kleine, hinten. ja. Ja, der steht hier in der Einfahrt quasi, weil ich hier hinten eh nie hin muss. Ja. Dort ist es unbefahren, deswegen habe ich den mal hier abgestellt. Ja. Der passt, glaube ich, hier auch nicht rein. Der ist zu hoch. Oh, ja. Es ist Könnte sein. schwierig, den hier irgendwo unterzustellen. Musst du dir mal eine Hörmannhalle anschaffen? Kärcher muss natürlich auch da sein. Professionell. So muss Ja. das. Dann kommen wir hier schon fast zu meinem letzten Teil vom Hof. Fahrsilo, wo ich meine Maisilage immer rein tue. Ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen. Gut gefüllt. Da war da auch schon der Radlader, dass die hier durchgegärt ist. Hat der für eine interessante Zange? Die kann man wohl aufklappen. Ach, dann verschwindet das vorne, ne? Dieser Käfig da. Ja, das ist nur so ein Schutz. Braucht man ja auf deutschen Straßen. Ja, wie sieht gut aus. Wie viel Liter gehen da raus? Da gehen 12.000 Liter rein. Ich habe ja die kleinere Variante davon. Und deine kleine BGA. Eine kleine BGA. Aber die läuft gar nicht. Die, doch, die läuft aktuell noch. Ach, die läuft. Ja, ein bisschen was hat sie noch. Ist denn leise? Ja. Sind ja auch nur Bakterien, sind ja auch klein und leise. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Jawohl, das Rührwerk ist laut. Ja gut, das war wohl sein. Und das war eigentlich schon mein Hof, dann habe ich halt noch Felder. Ja, die kann ich ja einmal zeigen. Schon, mein Hof. Alles, was blau ist, gehört dem Das ist. Kollegen. Ja, ich hätte gesagt, das war's dann schon, hä? Das war mein Hof, das stimmt. Alles klar. Dann, wenn ihr Fragen habt zu Paul seinem Hof, schreibt es in die Kommentare. Die lösen wir dann in der kommenden Woche auf. Ansonsten springe ich jetzt wieder zurück, sage vielen Dank. Ach so, nee, ich springe nicht zurück. Ich steige in meinen Trecker. Mit dem muss ich ja mitnehmen. Sonst hast du einen dritten Fendt auf dem Hof. Hey, ist auch nicht schlimm, Hast du noch einen nehme ich wohl. 700er? Das nimmt er Und immer mit, Paul. ich fahre dann jetzt Strohballen sammeln, die ich schon alle in Dreier-Stacks vorbereitet habe, so schön sauber. Muss meine auch noch einsammeln. Ich Ja. komme mal vorbei bei dir, Lucky. Bei mir? Ja. Bei den Strohballen. Ja. Ja, die sind gleich weg, keine Sorge. Naja, mein fährt noch ein bisschen mein MB-Truck. Der fährt noch, bis der das da hinten gekuppert hat. Das dauert noch. Und dann komme ich erst rüber, ja. Und dreschen muss ich So. noch. Bin wieder der, der hier so viel zu tun hat und die anderen haben alle nichts zu Oh, tun. doch, ich habe auch noch zu tun. Ich muss gleich nochmal ein Silo verdichten. Ganz dringend, die 200.000 Liter. Was jetzt hier? Ich meine, die Stacks reinfahren, Lucky. Unterstehe ich, ich habe selber schon einen unbenietet gehabt vorhin. Nicht so gut. Nee. Ich habe die mit diesem Akkusin-Stack-Geräte aufgestapelt. Hast du das gekauft Oh. oder gemietet? Hatte ich gemietet kurzzeitig. Oh, ob sich Er das wollte gelohnt es hat? sich mal Ich wollte das ausprobieren. unbedingt mal testen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht, das Gerät. Nicht? Nee, das nimmt die einfach zu ungenau auf, die Beine und alles. Müsste es Ja, immer an die schon Presse geübt hat. kuppeln. Ja, das wäre viel geiler, an die Presse noch dran, das Ganze. Geht das? Keine Ahnung. Das wäre ein Traum. Ich glaube nicht, dass es geht. Aber dann kommst du um die Kurve schon wieder nicht vernünftig rum und nix.
Hast du ihn da gekauft? Ach, die Kartoffelsämaschine. Ja, die habe ich gemietet. Ich brauche Geld für was anderes. Da lege ich jetzt wieder meine zwei Kartoffelfelder und dann ist gut. Dann gebe ich die wieder zurück. Aber die kostet auch nicht so viel, oder? Die kosten Tausender zur Miete. Da kannst du Basiskosten. 23 mal mieten, glaube ich, oder? Habe ich Keine das noch Ahnung. richtig im Kopf? Habt ihr das ausgerechnet? Ja, Nein, ne? 21 mal. Ja, ich werde mir das nicht mehr lang, hoffentlich nicht mehr lang mieten. Eigentlich wollte ich es ja schon kaufen, aber der Preis für die Kartoffeln ist gerade so im Keller, da brauche ich die nicht verkaufen. Das Kellerkartoffeln, Ja. oder? Ein Tütchen abgepackt. Gibt's doch. Ja. Das sind hier schon wieder Witze, du. Ja, das Niveau ist schon wieder sehr hoch hier. Ja. Muss sein. Naja, ist mehr so gewohnt von uns. Richtig, richtig. So, oh, das geht top. Mit dem V-Grab hier immer Dreier-Stacks. Musst du Den vielleicht doch V-Grab, kaufen. Alter, den brauchst du in der FSL, ich sag's dir. Ja, da. Oh, kannst du. Mit Ballenzange vorne so, ne? Zack. Ja, kannst du sechs Ballen Dann fährst du mitnehmen. 6 Ballen rüber. Neuer Rekord. Ja. Dann kannst du Triple Stacks aufs Band legen. Da Permanent. geht dann auch mehr. Neue Rekorde, 50, 60 Ballen werden dann gefahren. Das würde das Spiel ganz schön schnell machen, glaube ich. Interessant werden, ja. Oh, das ist dann auch viel können, ne? Also, sechs Ballen damit aufzunehmen. Kann nicht jeder. Nee. So, aber du brauchst ein bisschen Gegengewicht. Ja gut, ich habe jetzt momentan auch ein Schirmergewicht hinten dran. Müsste dann Oh, aber in ich der habe FSL möglich sein, ja. an meinem Fan habe ich vorne das dicke Schömer und noch das kleine, das er sonst immer dran hat. Sonst wird es nichts. Ne? Nee, sonst wird Na die Kartoffel ist auch schwer. gut, das stimmt. Die ist hat natürlich auch Gewicht. Kann die hier meine 9,39 anbieten. Ne. Total fairer Preis, 50.000 die Stunde. Ach Die so, Stunde. okay. Du hast doch gerade gesagt, du hast zu viel Geld. Ich nehme dann immer 1 Minute, nutze ich den, okay? Ich mein Das sind dann Strohballen nicht aus dem aber. Graben. Ja, warum hast du denn da überhaupt rein? Jetzt Das habe ich bist ihn. du. Hast gedacht, der wird doppelt so groß und gibt doppelte Punkte, Ich oder? dachte, der schwemmt ein bisschen auf, ja. Ja, gut, dass es keine Heuballen war, es wäre nämlich schlimmer. Nee, bei Strohballen ist genauso schlimm. Ja, Das war wollte auch gerade keine sagen. Absicht. Wenn das Stroh wieder nass ist, dann kannst du es wieder nicht pressen. Der war ja schon gepresst. Ja, dann musst du ihn wieder aufmachen, wieder trocknen lassen. Es gibt's nicht. Wir spielen hier nicht mit Seasons. Was ist beim Seasons auch, dass das Stroh zu nass sein kann? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit noch nicht aus. Ja, also. Ich mich verfahren schon, denke ich. So, jetzt haben wir es hier alles aufgesammelt. Also Feld 12 kannst du jetzt beginnen, Max. Das haben wir ja nochmal Ja, das verpachtet. dauert noch kurz. Lucky, Ja. du kannst ja schon mal einen Preis aussuchen für deine Zuckerrübenernte-Kombination. Oder wie man das nennen will. Ja. Das Feld ist immer noch am Wachsen. Muss ich gleich mal schauen. Weiß gar nicht, könnte ich Zuckerrüben auch in die BGA tun? Ja, für 360. Muss das jetzt schon sofort wissen? Nee. Also, ich wollte dir nur mal sagen, dass du dir da irgendwas ausdenken kannst. Oh, irgendeine Zahl? Ja, so ganz pauschal dann immer. Sind die überteuerten Preise schwer zu erfinden? Oh, 50.000. Wäre ich für. Ich Hätte wäre hier für 50. einen Baum, den ich wegmachen darf. Geht das oder Warum? gibt es hier Richtlinien, dass man das nicht darf? Ja, hallo ein Weg ist. Wo? Zwischen meinen Feldern.
Ach, der auf dem auf der Straße. Nee, nein, nicht der. Der nicht, ja, dann schon. Ja, an der Straße zwischen Feld 55 und 54. Stopp. Alter, Lucky, du musst deine Sensibilität ein bisschen verstellen. Ich? Ja. Du. Wieso? Über Rausch. Das könnte mein Ventilator sein. Ventilator. weil sonst habe ich das ja nicht. Nein, sonst hast du das nicht. Deshalb, es wird mein Ventilator hinter mir sein, weil es so warm ist. Ja, den hört man ein bisschen. Ja. Ab und zu. Wie schön, wenn du deinen Ventilator hast, Ducky. Ja, das ist echt schön für dich, das muss ich auch sagen. Habt ihr keinen? Nein. Doch. Doch. Aber er läuft nicht. Er ist Meiner noch läuft nicht auch nicht, der warm. steht da, aber er ist angestellt. Es war ja wieder klar, dass sowas kommen muss. So, erstmal noch verdichten hier eine Ja. Runde. War lustig, Lucky. Ich weiß, ich habe gelacht und alle Leute hier bei mir. Leute hier bei dir. Das ist eine Corona-Party. Corona-Party, ja. Was willst du denn ansehen? Da oben deine Dreier-Kombi da, oder? Da kommt Mais rein. Er will Okay. ernten und nicht ansehen. Und auf Ja, meine meine ich ja, anderen also. zwei Felder kommen Zuckerrüben. Seine So ist der Fußballfelder. Plan. Nein, meine Okay. anderen zwei Felder. Und dann werde ich das vielleicht immer abwechseln. Das ist der Plan eigentlich. Ja. Wie schaut's aus mit Tiefenlockern, Paul? Habe ich gemacht, habe ich gemacht. Hast du gemacht? Habe ich gemacht. Ja, vorbildlich. Will jemanden Flachbettanhänger? Was für ein Ding? Hast du einen flachen Anhänger da? Das Habe ist ich ein selber. flacher Anhänger. Ohne Aufsätze oder? Ja, halt ohne Aufsatz, wo wir dann halt zum Transportieren von Paletten oder so nehmen. Habe ich selber, brauche ich nicht. Würde ich ihm verschenken. Echt? Ey, umsonst nehme ich ihn. Ja, da Gegen würde eine ich ihn auch kleine nehmen. Spende. Wie sieht denn Verschenken der gegen eine Anhänger Spende. aus? Da Jetzt muss schau ich ihn dir ihn doch mal. an. Ja, welche ist das denn? Der ist der Rudolf da hinten. Sehe ich Hier nicht. hin. Da vorne unter dem Vordach. Beim Kuhstall, beim Schweinestall. Max? Sehe ich Das nicht. Teil. Max? Ja. Ein Drescher steht. Ich weiß. Warum willst du den verschenken? Brauchst du den nicht mehr, oder? Nee, ich will eine Spende. Also ich bräuchte eigentlich mal hier wegzufahren. Die Spende wäre aber ein Cosplay-Fahrer. Den kannst du im Moment haben. Meiner ist schon aktiv, das geht wohl nichts. Hier fällt auch schon einer um. Das ist das Problem. Nein. Wenn ich den Hänger krieg, dann kannst du meinen Namen. Ich brauche meinen aktuellen nicht. Ich wollte nur mal schauen, wie er darauf reagiert, wenn ich was verschenke. Okay. Es mir schenkt das wieder nicht. Jeder andere, wenn er ja gesagt hätte, er das kriegt. Ich habe ja selber den Ja. AG Pro. Brauch kein Flachen hier. Ich auch nicht. Ich habe ja extra den selber den großen Ach, gekauft. das Aber Problem wäre umsonst. gewesen, wenn du ihn verkauft hättest, dann wäre das Geld auf meinem Konto gewesen. Das ist doch kein Problem. Ja, jetzt sind sie zum Shop gefahren oder was? Ja, er hätte ihn direkt verkauft. Ah ja. Werden Lucky muss muss aufgefüllt aufgefüllt. Hat werden. nicht gereicht. Nee, weil ich es vergessen habe, aufzufüllen. Was hast du vergessen aufzufüllen? Tipp. Saatgut. Saatgut. Das So, ist den. nicht gut. Ja. Ja, aber ist ja fast fertig. Ist fast fertig. Ah, das werden wir jetzt dann auch mal gerade in der Zwischenzeit zwischen der diesigen Folge und der Freitagsfolge machen. Denn das war's schon wieder für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonnieren kostet nichts. Denkt immer dran, schaut mal bei meinen anderen Projekten vorbei. Cosplay-Tutorial-Reihe und die Ebsdorfer Heide.
Ansonsten, Freitag geht's weiter, 15 Uhr mit Bergisch Land Multiplayer. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.